Und schon wieder. Wart ihr mal so Disco-Gänger oder so? Oder? Gar nicht. So, Moment. Game Mode. Bin viel 1. zu viel weggegangen. Game ja. Mode 0. Naja. So, will ich, damit ich schnell in Game Mode 1 wechseln kann, wenn ich nochmal runterfalle. Zu viel meinst du auch zu viel Weinweib und Gesang oder? Oh nee, ich hab relativ früh angefangen mit dem Weggehen. Okay. Wir sind ja damals schon bei uns discomäßig. Sagen wir es mal so, wir hatten den Vorteil, wir kannten die Türsteher alle. Und das heißt, ja. Wir kamen damit 16 schon rein. Das heißt, ich bin eigentlich von 16 bis 20, meistens von donnerstags bis sonntags in der Disco gewesen. Ja. Es war dann doch ein bisschen viel. Oh Quatsch. Und so ab 20, oder sagen wir ab 21 hatte ich dann auch nicht mehr so wirklich den Drang wegzugehen, weil es wurde mir irgendwo langweilig, ne? Okay. Na, ich bin noch ein bisschen länger weggegangen, aber ich habe auch nicht. Dafür habe ich nicht so früh angefangen wie du, glaube ich. Aber ich kannte, wir hatten in dem einen Club, wo wir quasi immer gewesen sind, da kannten wir halt nicht nur die Türsteher, sondern auch einen von den Tresenkräften und dementsprechend haben wir da, ob wir wollten oder nicht, umsonst getrunken und das ist natürlich... Wer will denn bitte nicht umsonst trinken? Ja, manchmal... Willst du dir jetzt was erzählen hier? Manchmal reicht es dann auch, wenn du das 10. Bier in die Hand gerückt bekommst und eigentlich schon betrunken bist und dir denkst so, nee, ich glaube, ich muss mal aufhören. Und du kriegst es trotzdem in die Hand gerückt mit den Worten, hier, kannst du ja nicht aufhören zu trinken. Ja, so. Das geht ja mal gar nicht. Ja, und du dann so, weißt du, eh schon betrunken. Schon so, nee, und dann, bock, trinken. Ja, dann musst du halt trinken. Machst du Schnee weg? Ja, ich hab mir gedacht, ich baue ein paar Schneeblöcke ab hier, also ein paar Schneedingsies ab. Nein, mein Schnee! Das mit mir! Ich sammle den noch auf ein. Ich mach daraus Schneeblöcke und dann baue ich hier. Baust du ein Luftschloss? Nein. Okay, dann darfst du weiter sammeln. Ich halte Luftschlösser für äußerst gefährlich für meine Gesundheit. Ja. Warum hast du nicht angefangen, höher zu bauen jetzt? Ja, weil... Du weißt doch den Plan jetzt. Ja, aber ich wollte den Schnee... Einmal ordentliche Bausklaven haben hier. Ja, entschuldige. Mein Eingangshalle muss ich aber nicht so hoch machen, oder muss ich auch so hoch machen? Nee, auf keinen Fall. Der Thronsaal soll ja auch generell quasi wuchtiger und größer und eindrucksvoller wirken als der Rest. Wieso kannst du da keine normalen... Wieso baust du so komisch darauf? Egal. Natürlich. Damit du nicht hinterherkommst, ist ja logisch. Ist auch meine Seite. Ja, so. Ist auch mein Schloss, aber... Schneebälle schmeißen. Das protzigste ist Bauwerk hier auf der Insel. Mhm. Protzigste Bauwerk auf der Insel. Ja, könnte es auf jeden Fall werden. Ja, hast gute Anlagen für ein Auto. Egan hat immer geschrieben, wie viel Goldbarren ich hinten meine Kisten hätte. War schon eine Menge. Ja, ich weiß nicht mehr, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber. Du musst mal überlegen, wie viele Goldnuggets ich gefarmt habe bis jetzt. Weil 9 Goldnuggets, 1 Goldbarren. 9 Goldbarren, 1 Goldblock. Ja, das ist. Also, einiges. Jeder Goldblock hier sind 81 Goldnuggets. Das ist einiges, das gebe ich zu. Du kommst auf meine Seite rüber, nur so zur Info. Ah, gut, dann hör ich halt auf. Ja, erstmal kurz hier so. Ja, daneben nicht. Da. Wer baut denn hier so komische Treppen auf? So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kommt Glowstone, ne? Aber wieder nur innen. So. Und zwar ab hier. Hier Glowstone, ne? Hier, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Hier muss Glowstone hin, genau. Und da. So, also quasi dritte oben drauf setzen. Ach, der war falsch. Bump. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Goldblöcke beim Bauen hier schon runtergefallen sind und einfach unten dann irgendwann mal die respawned sind. So, ach, die hat schon irgendwer eingesammelt. Mach dir keine Sorge. Ja, aber gut, man muss ja quasi dann einfach nur zu deinem Produktionsstätte sich da hinstellen und einsammeln irgendwie. Nee, die Maschine sammelt das automatisch ein. Du musst einfach nur drin stehen. Das noch. Okay. Denkst du denn? Schon? Ja, nee, ich hab natürlich. Entschuldige bitte. Achso, hier, Tim. Ja, das Problem ist, wenn du nicht weißt, wo das gesammelt wird, kommst du da gar nicht dran. Achso. Da muss ich also eine Folge von dir angucken, wo du das mal zeigst, ne? Ja, bis jetzt da rausgeholt habe ich das nie in der Folge. Extra. Ach so, ich verstehe. Ja. Hast gewusst, dass ich mir das sonst hole? Ja, aber du kannst es nicht direkt da einstellen, wo die Zombies sterben. Also genau, dass sie auf dich drauffallen. Dann sammelst du das auch auf. Dann bist du schneller als die Hopper. Ja.
Ach nee, das kann ja jetzt nicht überall hier hin, ne? Das ist ja Unfug. Was mache ich denn da? Ich schon wieder. So, Sick Touch raus. Für den Glowstone oder was? Sick Touch, ah ja. Ja, ja, logisch. Deine Ressourcen, die du hier so mühsam gesammelt hast. Ja, Glowstone und Quarz ist schon ein bisschen. Also das Glowstone ist quasi mitgekommen. Ich habe Quarz gesucht und dann habe ich natürlich den Glowstone mit abgearbeitet, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Und hier hast du natürlich auf der Außenseite auch keinen Glowstone gehabt, logischerweise. Genau, nur ihn. So. Jetzt ist wieder richtig. Und dann kommt natürlich auch ein Block davor. Ah, jetzt habe ich kein Gold mehr dabei. Davor. Nee, außen ist kein Glas, oder? Doch, da ist noch an dem Rand. Ach, da ist ja noch Glas. Da muss Scheiße. Glas ran. Ah, ja, ja. Habe ich auch noch Glas hier oben, glaube ich schon, ne? Glas hast du noch genug. Nehmen wir mal Glowstone mit. So. Dann brauchen wir Glas. Haben wir hier irgendwo? Gold brauchen wir. So, wo ist Glas? Ich habe noch irgendwo Glas noch hier reingepackt. Das ganz links hier. In der Kiste. Ja, ja, genau. Aber ich kenne meine eigene Ordnung nicht. Macht nix. Glas hier vor, Glas davor. Gold davor. Und Rather, wie ist das mit dir gewesen? Bist du so ein Weggeher gewesen oder eher nicht so? Nee, so gar nicht. Also gar nicht. Noch weniger eigentlich. Also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, also. Von welchen Jahren reden wir jetzt gerade? Ja, 16 bis 20. Ja, oder 16 bis 25, je nachdem wie lange. Also ich bin wie gesagt relativ lange weggegangen. 16 bis 25, okay. Mit 16, was habe ich mit 16 gemacht? Mit 16 hatte mein Kollege, war schon 18, hatte das Auto. Ja, wir sind, wir haben eigentlich die ganzen Jahre das gleiche gemacht. Wir sind mit dem Auto immer nur rumgeheizt am Wochenende. Und ja so, weiß ich nicht, der Sprit war ja noch billiger, nicht so wie heute. Oh ja. Und unsere Lieblingsbeschäftigung, also eine unserer Lieblingsbeschäftigungen war, entweder uns auf Parkplätzen mit anderen Leuten noch treffen. Ja. Das hat man also relativ, da lernt man auch viele neue Leute kennen, das ist ganz komisch irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, bevor wir damit angefangen haben. Und danach, nach die Beschäftigung, was wir sonst auch gemacht haben, ist vor McDonalds-Parkplätzen oder auf McDonalds-Parkplätzen parken. Aha. Dann nichts essen oder sowas, sondern also gut, wenn man Hunger hat, kann man natürlich auch was essen. Aber wir haben eigentlich nur zuguckt, wie die Leute bei uns, das war in Lüdenscheid, wie die da versucht haben, auf den McDonalds-Parkplätzen einzuparken und wie oft die da über die Blumenkästen rübergefahren sind. Das war schon relativ herrlich, weil er war relativ eng und so. Hat schon Spaß gemacht. Okay. Ja. Naja, kann man auch machen. Ansonsten also, du hast quasi lieber mit Freunden einfach abgehangen irgendwo. Ja, ja, und ansonsten waren wir freitags, samstags auf jeden Fall im Kino abends, weil freitags war Sneak Preview in Iserlohn. Ah, okay. Und samstags in Lüdenscheid. Und da haben wir dann manchmal teilweise samstags die Filme in der Sneak Preview gesehen, also Filme, bevor sie rauskamen, gesehen, die wir aber am Freitag auch schon mal gesehen hatten. Das war ein bisschen. Wir konnten also Filme, die es noch gar nicht draußen gab, schon mitsprechen. Das ist ja geil. Ja. Und da gab es sogar diverse Filme, wo wir vorzeitig rausgegangen sind, weil einfach schlecht. Waren. Ja, okay, weil dann Sneak Preview kann dir das halt echt passieren, ne? Als einer der ersten Filme, weiß ich noch, Woman on Top war einer der ersten Filme, den wir in der Sneak Preview gesehen haben. Und wer den gesehen hat, der weiß, jeder Dreijährige kann bessere Special Effects machen. Das ist hart. Ja. Hart ist gut. Ansonsten, Graf von Monte Cristo, die Neuverfilmung, da haben wir mal da gesehen gehabt. Da sind wir vorzeitig rausgegangen worden. Okay. Ja, mein Film war so langweilig, wir haben einfach nur Spaß, Späße gemacht und, ja. Man hat euch rausgegangen quasi. Ja. Ansonsten fand ich ganz gut, auch, wenn wir von Film reden, Shoot'em Up oder so. Kennt ihr? Ja, hab ich gesehen. Und da waren wir im Kino, da waren noch mit uns noch zwei andere, die ganzen Kinder drin, wir waren da gar nicht drin. Das war sehr geil eigentlich. So. Wir haben uns auch totgelacht irgendwie bei dem Film, warum auch immer. Der war aber auch so ein bisschen lustig. Ja. Hier sieht man ja sogar mein Haus von hier aus, also bald nicht mehr, wenn ich noch höher gehe, aber... Man sieht hier, eigentlich sieht man hier genau die Dorfmitte ganz cool, ne? Von hier aus, also da ja, ja, das Schloss ist eigentlich jetzt sehr, sehr gute Position eigentlich. Ja. Vor allen Dingen kann Dalu nicht mehr da drüber bauen und mir die Sonne wegnehmen. Das war deine Hauptsorge, ja? Ja, ja. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass sich das so ergeben hat, dass das Schloss eigentlich gar nicht hier gebaut werden sollte, sondern woanders. Aber gut. Jetzt kommt da wieder Glowstone drauf, oder was? Oder hey, vorne bin ich mir noch nicht sicher, dass, ob das mit dem Glowstone so bleibt. Wenn ich das so sehe, die Kurve. Ja, so abwechselnd dahin, da nicht. Weiß noch nicht, ob das so bleiben soll. Da kann ja, ich gut, das kannst, ja, kannst du ja rauskorrigieren, genau, wollte gerade sagen. Sollte nicht das Problem sein. Ja,
Sturz abgefangen. Voll clever. Haben wir sonst noch was gemacht eigentlich in meiner Jugend? Ich überlege gerade. Ja, typisch am Wochenende waren wir uns mal bei Kollegen getroffen und haben mal was gesoffen, das ging natürlich auch. Ja gut, okay, klar. Also Milch, nur Milch, ne? Nur Milch. Milch. Die gute Milch mit... Die gute 25%ige Milch. Ich glaube, da, das weiß doch inzwischen jeder, dass man... Also wir haben das immer Vorglühen genannt, wenn wir vor der Disco noch irgendwas gemacht haben. Ja, wir haben es ja gar nicht gemacht. Wir sind ja nicht in Discos gegangen. Wir haben einfach nur... Ja, okay, gut. Ja, wir waren ja meistens in zwei Discos. Das war ja unser Problem. Das ist nee. Nee, das Problem ist das. Wir hatten eine Stammdisco. So. Ja. Das Problem an dieser Disco war aber, dass eigentlich erst so ab 0 Uhr oder 1 Uhr da richtig der Punk abging. So. Ja, verstehe. Was machst du die Zeit davor, ne? Sind wir in eine andere Disco gegangen, wo ab 10 schon was los war. Das heißt, wir waren von 10 bis 12 in der und von 12 bis 4 Uhr in der anderen. Ja. Oh mein Gott. Es war eine harte Zeit. Hier ist also, nochmal Goldberg drauf, was meinst du? Oder ist das dann zu hoch? Lass mich mal kurz schauen. Nee, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist genau die richtige Höhe, um nicht zu überkandidiert zu wirken. Du willst ja noch irgendwas Dachtechnisches drauf machen, nehme ich mal stark an, oder? Ich habe noch keine Ahnung, wie. Ups. Aber ja, da muss dann ein Dach drauf. Ja. Eigentlich müsste ein Runddach drauf, oder? Damit das noch so ein bisschen gewölbiger wirkt, oder? Eigentlich, ja. Eigentlich müsste so aber mit einer Glowstone-Kante aufhören, ist auch irgendwie doof, eigentlich. Du hast recht. Ja, dann doch, dann mach nochmal Gold drüber. Also eine Reihe sollte vielleicht noch. Also nur eine Reihe? Ja, zeig mal eben eine Reihe. Ich guck mal eben kurz nach, wie das aussieht. Ich hab halt Schiff gedrückt. Ich bin so oft hier runtergefallen, ich hab keinen Bock mehr. Deswegen dauert es ein bisschen länger hier. Oh super, jetzt habe ich das Zeug schon in der Pyramide gelassen. Naja. Ich sehe schon, jetzt nächste Woche darf ich mich wieder in meine Goldfabrik da reinstellen. Oh, Regen. Aber jetzt muss ich mir eben ausmachen. Sonst habe ich wieder gleich so viel Schnee hier oben, dann sammelt er den wieder auf. Ich, ne? Ja, du. Dann mache ich da vielleicht auch noch Dinge damit, wie hier. Du brauchst noch Schneemänner hier oben und sowas. Nee, lass mal. Ja, nee, sowas will ich nicht tun. Oh, ich muss ein Glas. Das macht nur Razamon. Der stellt einem hier Schneemänner ins Haus. Macht er das so? Jupp, macht er nicht. So, und, wie sieht's aus? Also, ich finde, das ist okay so. Weil vor allen Dingen hast du jetzt halt die Möglichkeit, auch noch von der Schräge weg jetzt quasi deine Dings zu bauen, dein Dach. Und was dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Was schwierig ist, weil es ja oben unsymmetrisch ist. Also, ist ja immer hin und her, ne? Hinten zumindest. Ja gut, aber du kannst die oberste Reihe jetzt ja quasi nach innen hin abschließen, sage ich jetzt mal. Also, quasi Plan machen nach innen hin. Also, du meinst hier Gold noch rein, so? Genau. Sowas in der Art. Okay. Und dann kannst du nochmal von innen gucken und überlegen, ob du dann nochmal quasi diese Linien irgendwie unterbrechen willst mit irgendwas für den optischen Effekt. Weil ich glaube, so ein bisschen Unterbrechung könnten die noch vertragen dann. Welche meinst du? Die Linie, die du quasi jetzt oben zugebaut hast. Da sind ja die Innenlinien quasi, die frei sind, in Anführungsstrichen, von der Wand. Weißt du, was ich meine? Wenn du das jetzt von innen anguckst, dann hast du ja quasi so Linien da mittendrin. Furchen, sage ich jetzt mal, senkrechte. Achso, die innen drin. Ja, genau. Und da kannst du jetzt überlegen, ob du die vielleicht nochmal irgendwie mit irgendwas unterbrechen willst oder so. Das wäre vielleicht noch eine Option. Du hast eine Schneetreppe gemacht. Wer, was? Wer, ich, was? Ich glaube, hinter meinem Thron kommt noch Glas rein. Da kommt noch so eine... Kann mich nicht erinnern, sowas. Ich glaube, da mache ich so ein gelbes Glas rein. Ich brauche noch mehr. Ja, vor dem Thron. Das klingt gut. Und hier in die Spalten, da könnte ich auch noch irgendwas reinmachen. Glasmäßiges, gelbes, grünes, blaues, muss ich mal überlegen. Hier vorne muss auch noch was hochgezogen werden hier, ne? Ich weiß noch nicht, wie das hier funktioniert, weil hier sind ja so eine Art kleine Türmchen. Also, naja. Muss ich mal hinterher dann überlegen. Ich glaube, die Idee mit Glas finde ich. Ich glaube, die finde ich wirklich gut. An welcher Stelle jetzt, meinst du? In den Furchten zum Beispiel kannst du das machen, ja genau. Ja, aber das ist die Frage dann, das darf auch nicht too much werden, ne? Ach, na klar, das ist ja doch schon egal. Wieso? Schon protzig. Ja, genau. Es fällt nicht mehr auf. Ist überhaupt nichts Protziges. Also schon, aber... Das soll ja auch protzig sein. Ich will ja ein protziges Ding bauen. Ist ja auch keine... Also ich glaube nicht, dass es das Kritik war von Blaze. Nee. Ich glaube schon. Mein Ziel ist das protzigste Gebäude hier auf dem Server, was auch so leicht nicht mehr zu schlagen werden soll. Ja. Wenn ich fertig bin, reiße ich meine Goldfarm ab, damit Gehenna das nachmachen kann. Mhm. 13 Stunden hat es gedauert, das Ding zu bauen oder sowas. Reiß ich bestimmt nicht ab. Buff. Tum, tum, tum.
Das sind schon eine kitzlige Angelegenheit, hier so zu arbeiten, ne? Wie oft bist du runtergefallen, hast du gesagt? Oh, schon einige Male. Bis ich dann bis ich mir den Fahrstuhl gebaut habe. Bei dem Bau des Fahrstuhls bin ich natürlich auch noch öfter runtergefallen. Ist ja nicht so, als wäre. Ja, nee, ist klar. So, und hier natürlich auch wieder Glas draußen vor. Ding. Gold oben drauf. Hast du schon mit so viel Gold in Minecraft gebaut? Mit erfarmtem Gold vor allen Dingen. Nicht mit erschienen. Ich habe tatsächlich im Creative-Modus so gut wie noch gar nicht gebaut. Also ein bisschen, sage ich jetzt mal, aber nicht viel, nicht wirklich. Von daher kann ich stolz sagen, nein, ich habe noch nie mit so viel Gold gearbeitet. Weder Creative noch erfarmt. Ja.